Okay, herzlich willkommen zu meiner Session über DGGOV. Bevor ich anfange, ich würde gerne wissen, warum ihr das hört. Also ich weiß, dass ihr dafür schon, dass ihr aktiv damit schon etwas tut. Wie sieht es mit den anderen aus? Was ist eure Motivation? Hintergrund meiner Frage ist, das ist ja ein Vortrag für euch. Ich will nicht das erzählen, was ich gerne erzählen möchte, sondern ich möchte eigentlich gerne, dass ihr das Maximum dabei herausholen könnt. Deswegen würde ich gerne ein bisschen Gefühl dafür haben, warum ihr da seid. Ja? Also ich bin schon ein paar Mal über aktuelle Leitlinien gestolpert. Wir müssen es ja auch arbeiten. Meistens nehmen wir halt Schuhe Vanilla ohne was. Aber ich habe mir ein paar Mal Leitlinien angeschaut. Bisher waren die meistens noch Dev-Status und ich habe es eben noch nicht wirklich dazu gekommen, es auszuprobieren. Deswegen würde ich einfach gerne wissen, wie weit wir da sind, beziehungsweise wie produktiv das Ganze ist. Okay, gut. Mehr oder ansonsten einfach, fange ich einfach an, oder? Okay, grundsätzlich, warum überhaupt Distribution? Ne? Also ich meine, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch hier, die arbeiten aktiv mit Drupal und bauen Webseiten. Ne? Wenn du Webseiten baust, hast du immer wieder dasselbe Problem. Ne? Also du baust wieder mal irgendwie die Text-Input-Formate auf, du baust halt irgendwie dein Social-Media-Sharing halt auf, Wires ist halt irgendwie zusammen mit den Modulen, du machst halt schon wieder deine EU-Cookie-Compliance rein und du machst halt alles Mögliche, was du immer gleich machst, zum einen. Zum zweiten gibt es halt in Drupal 1000 verschiedene Arten und Weisen, was zu bauen. Du kannst Panels verwenden, du kannst Display-Suite verwenden, du kannst halt alles in die Templates reinschopfen, du kannst halt so oder so oder so machen. Ne? Und wenn verschiedene Leute an Drupal-Projekten arbeiten, dann kommen die Sachen einfach unterschiedlich raus, sind unterschiedlich benannt und so weiter. Das kennt jeder. In den meisten Firmen, Agenturen, in denen halt regelmäßig Drupal-Seiten gebaut werden, stehen wir immer wieder vor der Problematik. Wir müssen eigentlich das Gleiche nochmal bauen, fangen wieder mit dem Drupal Vanilla eigentlich an, ne, und bauen dasselbe alles wieder rein. Und dann wird es wieder ein bisschen anders. Ich meine, Veränderung ist gut. Es gibt neue Module. Also zum Beispiel, früher haben wir Field Collections verwendet und dann haben wir irgendwann halt Paragraphs verwendet, inzwischen zeitlich schon mal da drin mit eigenen Entities, die wir mit ECK halt gebaut haben, Embedding halt gearbeitet. Es entwickelt sich auch weiter, aber nichtsdestotrotz ist irgendwie, hast du einfach Effekte, wenn du Sachen gleich baust und die Sachen, die schon funktionieren, wieder verwenden kannst. Dafür sind Distributionen da. Ne? Was zum Beispiel Lightning macht, Lightning bündelt schon einen ganzen Haufen von Informationen und andere Distributionen auch, wie zum Beispiel Thunder mit spezifischen Anwendungsfällen oder Open Source mit spezifischen Anwendungsfällen. In der öffentlichen Hand ist es jetzt so, da gibt es auch einen gewaltigen Satz von Anwendungsfällen, die sich überschneiden und es gibt ein ganz großes, eine Menge von Use Cases, die immer wieder implementiert werden müssen. Das heißt, auch dort macht es einfach Sinn, Informationen oder Arten und Weisen, wie etwas gebaut wird, zusammenzufassen. Haben wir dann im letzten Jahr, sind wir da zusammengekommen, ein paar Firmen und gesagt, das wäre doch eigentlich sinnvoll, da unser Wissen da reinzustecken, ne? Und das so zu konfigurieren, dass alle damit arbeiten können, um einfach auf eine solide Basis aufbauen zu können. Und das Ergebnis davon ist DGGOV. Wir haben einen Kick-Off gehabt davon im November letzten Jahres. Das heißt, da haben wir die erste Version gemacht, da haben wir uns angeschaut auf dem Markt, was gibt es denn überhaupt an Distributionen, was gibt es denn da schon? Das haben wir Lightning gefunden und haben einfach mal einen riesengroßen, dicken, fetten Use Case gebaut, um zu demonstrieren und selber auch auszuprobieren, ob das funktioniert, eine Distribution zu machen für die deutsche öffentliche Hand. Ja? Dabei haben wir schon im Blick gehabt, dass es eigentlich unterschiedliche Anwendungsfälle gibt. Es gibt nämlich auf der einen Seite riesengroße Ministerienseiten, dann gibt es auf der anderen Seite aber nur reine Informationsseiten, wo irgendwelche neuen Entwicklungen halt dokumentiert werden sollen. Es gibt Serviceportale, wo irgendwelche Informationen von Benutzern, von Bürgern erhoben werden sollen, also zum Beispiel im Rahmen von Bürgerbefragungen oder zum Beispiel im Rahmen von irgendwelchen Services, wo sich Leute für irgendwas anmelden, um sich da registrieren zu können, für was auch immer es halt gerade dort gibt. Und eben auch Intranet- und Extranet-Applikationen. Die sind eigentlich gänzlich unterschiedlich. Also wer schon mal sowas gebaut hat, der weiß, das eine halt, hat sehr wenig mit dem anderen zu tun. Und das heißt, du hast eigentlich die Herausforderung, da herauszukriegen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo kannst du Funktionalitäten so zusammenfassen, dass die gemeinsam genutzt werden können und wo musst du das auseinanderbauen. In der ersten Version, die wir gemacht haben,
In der ersten Version, die wir gemacht haben, haben wir einfach ein sehr großes DEGOF gebaut und haben das auf der damals zur Verfügung stehenden Version von Lightning aufgebaut. Und jetzt haben wir das aktualisiert und brechen das gerade runter. Okay. Seit wir das gelauncht haben im November, ist das Interesse daran einfach groß. Ne? Jetzt, und zwar, das bedingt sich aus dem Anwendungsfall heraus. Dadurch, dass diese Problematiken, die ich gerade beschrieben habe, die komplett allgemeingültig sind, ne, dass du also immer wieder die Funktion wiederverwenden willst und dass du eigentlich die Arbeit nicht doppelt machen möchtest und Standards etablieren willst, auf denen du immer aufsetzt, ne, das gilt natürlich genauso wie für öffentliche Organisationen, wie halt alle anderen auch. Ne. Bei denen kommt dann noch dazu, dass die noch häufiger als in der Privatwirtschaft, ne, also ich denke jetzt mal irgendwie so, ein Gewerbe oder so, die machen ja nicht 10.000 Webseiten, aber die machen nicht mal 10, die machen nicht mal 5, die machen wahrscheinlich eine, vielleicht so um 2. Ne? Aber im öffentlichen Bereich werden dann halt mehrere gemacht. Mehrere irgendwelche Befragungen, mehrere irgendwelche Ministerien, mehrere irgendwelche irgendwas. Ne? Das heißt, da ist einfach die Notwendigkeit noch höher. Ne? Entsprechend haben wir also auch auf der ersten Version von der EGOV 2 bereits zwei Projekte realisiert. Das eine ist eine Informationsseite für öffentliche Schulen. Das ist gerade in der Testphase, ist fertig entwickelt, aber es ist noch nicht live, deswegen gibt es auch keinen Link dafür. Da geht es einfach darum, im Schulbereich bestimmte Informationen strukturiert zur Verfügung zu stellen und das gut zu machen. Das andere, das ist schon live, das ist ein öffentliches Serviceportal, was da unten verlinkt ist, wo es darum geht, dass sich Fachkräfte, also Helferkräfte registrieren können. Das ist also ein relativ komplizierter Prozess. Ne? Also melde sich an, schick seine ganzen persönlichen Daten, ich weiß nicht, ob du Führungszeugnis überschicken musst, aber zumindest halt deine Identifikationsdokumente und dass du berechtigt bist, in diesem Bereich zu arbeiten, dann kannst du deine Services über ein öffentliches Portal anbieten. Da geht es um die Altenpflege. Ja? Das ist etwas, was wir schon realisiert haben. Und dann ist es jetzt im Moment so, und das nächste, was wir machen hier, das sieht man dort in der Mitte, das haben wir aktuell in der Produktion drin, das ist hier das Informationsportal, da gibt es also auch im öffentlichen Bereich, das ist ein Wesentliches ist ein Blog, was dabei herauskommt, wo es darum geht, strukturiert Informationen über Innovationen der öffentlichen Verwaltung zu kommunizieren. Das befindet sich gerade in der Produktion. Ja. Jetzt im Ausblick ist es so, dass es im Moment für verschiedene regionale Ministerien in Deutschland Bestrebungen gibt, die Webseiten neu zu machen, das Ganze auf eine gemeinsame technische Basis zu stellen. Und das soll auf der EGOV passieren, das befindet sich gerade aktuell in der Konzeptionsphase. Da sollten wir im Laufe des Jahres erste Implementierungen sehen. Die EGOV ist Open Source, also es ist dafür gedacht, dass Wissen, was generiert wird, separiert wird in was ist allgemeingültig für Verwaltungen sinnvoll und was ist anwendungsspeziell. Das soll zurückfließen in der EGOV, wird auch aus allen Implementierungen, die wir damit machen und die jeder, der damit arbeiten möchte, macht und machen soll, darf und soll das bitte wieder zurückspielen in das Projekt, um einfach einen sehr robusten, sehr schönen, großen Satz an Grundfunktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Zum einen, auf der anderen Seite anwendungsspezifische Konfigurationen, um zum Beispiel so etwas wie was aktuell in der Produktion ist, das werde ich auch gleich als Beispiel sehen, ist es ein Blocksystem, ne, um zum Beispiel so etwas aus der Box perfekt zu kriegen. Technisch gesehen ist der EGOV ein Subprofil von Lightning, ne, meines Wissens nach, aber ohne die anderen Distributionen im Detail angeschaut zu haben, war Ende letzten Jahres Lightning die einzige Distribution, die einen Mechanismus dabei hatte, um eine Distribution zu erweitern, weil Distributionen haben das normalerweise nicht. Und das war ein sehr einfacher Mechanismus, das war im Prinzip nur so, dass du eine XML-Datei hinzugefügt hast und Lightning hat die ausgewertet im Rahmen seines Install-Prozesses und gesagt, okay, diese Module sollen dazu installiert werden. Es war aber kein richtiges Subprofil, das wurde jetzt geändert im Zuge mit der Aktualisierung von Lightning auf die neueste Version und Drupal auf die neueste Version haben die hinzugefügt, dass du wirkliche Installationsprofile ableiten kannst.
Also der Unterschied ist einfach, du hast nicht eine XML-Datei, wo du auf Knöpfchen drückst, sieht immer noch alles aus wie Lightning und der läuft und läuft und läuft und irgendwann kommt was raus, was DLOF ist. Ja? Sondern jetzt kannst du wirklich Installer damit bauen, in dem halt DLOF draufsteht, du also auch parametrisieren kannst, welche Module möchte ich installiert haben in meiner DLOF-Installation, will ich eigentlich die Blog-Version haben oder möchte ich das kleine Referats-Webseite haben, möchte ich eine Bürgerbefragungsseite haben oder möchte ich was auch immer haben, was uns da im Laufe der Installation dann noch über den Weg läuft, was einfach sinnvoll ist, in Features zu verpacken und zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Ansatz, dass wir eine bestehende Distribution erweitern, machen wir auch aus unserer Perspektive richtig Open Source. Ja, weil wir benutzen das, was am Markt ist, was von selben Leuten gemacht wird, was ebenfalls Open Source ist, und wir bauen unser Delta oben drauf. Das heißt, wir haben eigentlich da die optimale Mischung zwischen, dass wir etwas nehmen, was sehr gut funktioniert, und wir können uns darauf konzentrieren, das, was wir damit erreichen wollen, als Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Gut, schauen wir uns das Ganze an. Da war schon wieder drauf. Das ist schon auf. So, ich mache mal hier auf Vollbild. So, das ist ein Video. Also wir haben diese ganzen Aktualisierungen von Lightning und Drupal, die waren Ende März diesen Jahres. Also wir haben das erste Version November letzten Jahres haben wir gemacht, auf der alten Version von Lightning. Das Subprofil-Mechanismus von Lightning wurde Ende März, am 28. März, haben die das ins Repository reincommitted und wir haben jetzt, also bis heute in den letzten Wochen und insbesondere in der letzten Woche und insbesondere bis spät gestern Abend, ne, haben wir das hier auf den neuesten Stand gebracht, damit er sich so verhält. Also man sieht schon hier, das ist jetzt ein richtiger Installer, der ist nicht mehr zu unterscheiden von einem anderen Profil. Du kannst also da halt das Layout parametrisieren, du kannst verschiedene Selection Panes mit reinhängen und kannst dann Interaktion machen mit den Benutzern. Wobei du ja nur eigentlich willst, dass du ihm sagst, möchtest du gerne Cookie Compliance haben, möchtest du jetzt hier die Version Blog installieren, möchtest du eher die Kommunenseite installieren, möchtest du auf dem Theme Layer, wobei es gibt, wir haben auch ein Theme auch gemacht dafür, es gibt jetzt nur ein DLOF Basis Theme, was alles schön ordentlich mit Bootstrap macht, zeige ich gleich nachher noch ein bisschen, aber wo du auch zum Beispiel auswählen könntest, okay, möchtest du gerne einen Look haben, der aussieht wie das Standarddesign in dem Bundesland A oder halt in dem Bundesland B oder halt für meine Schule oder für die Schule in Frankfurt oder sowas in der Art. Ne? Also das kann man da alles dazu hängen und wunderbar reinmachen. Ich spule hier ein bisschen vor, weil der da gemütlich vor sich hinläuft. Komm. Das ist super, Kaufvielschatz. Richtig, ja. Achso, was man auch sagen kann, also es funktioniert, ist alles auf Composer aufgebaut, ne? Ist alles komplett auseinander gedröselt in verschiedene Repositories. Ne? Also du gehst aktuell auf das DLOF GitHub Repository drauf, der Default Branch ist der aktuelle Dev Branch, der tut genau das. Das ist exakt das, was man gerade sieht. Ne? Das heißt also, wenn du das Repository clonst, den Default Branch, gehst dann in einen Ordner rein und führst aus Composer Install. Da werden genau die Sourcen installiert, also Drupal-Sourcen, wo Drupal-Sourcen hinkommen, Lightning-Sourcen, wo Lightning-Sourcen hinkommen und DLOF-Sourcen, wo DLOF-Sourcen hinkommen. Oh, Nicky, you typed a complicated password. Ah, übrigens, in dem Video hier, das läuft jetzt gerade auf Englisch durch. Wir haben das eingestellt bei DLOF, dass der auf Deutsch läuft. Es geht nur darum, weil jetzt hier um den Screencast zu machen. Hier unten sieht man es jetzt. Das sind jetzt also hier die Module von uns. Ne? Jetzt hier der Niki, also den Screencast macht, das Blog angeschaut, User Site Social und hier Google Compliance und Password Policy ist standardmäßig an, ne? Weil wir brauchen halt eben Google Compliance und Social Media willst du auch wahrscheinlich haben. Ne? Das heißt also, du kannst da also auch aussteuern, wie das ist. Befindet sich gerade im Prozess, jetzt haben wir also auch gesehen, das war jetzt direkt nebeneinander, also das Blog-Feature und die Settings halt für Cookie-Compliance und so weiter, das wollen wir natürlich aufdröseln. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, ob wir das jetzt auf zwei verschiedene Panes tun, einfach um den Installer halt ein bisschen schöner zu machen, ja?
Aber grundsätzlich soll das da auch besser gruppiert werden, damit du auch sehen kannst, hier ist irgendwie Funktionalitäten, die alle da sind. Und hier geht es einfach darum, dass du jetzt halt deine Blogseite machst oder deine Fragenseite oder einfach. So, hier sieht man die ganzen Module, die im Rahmen von DEGOV installiert werden. Die meisten von diesen Modulen sind einfach Features. Also wir benutzen, um die Konfiguration für die EGOV zu generieren, benutzen wir Features. Features kennt ihr wahrscheinlich alle aus Drupal 7, gibt es auch in Drupal 8. Ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, wofür Features eigentlich da ist, ne? Weil wir haben es für Drupal 7 was für Configuration Management verwendet, ne? Dafür ist es nicht da. Und, aber es ist dafür da, um Funktionalitäten effizient zusammen zu bündeln, zu paketieren, exportieren zu können, um sie woanders wieder einzusetzen. Das ist exakt das, was wir hier wollen, weil wir wollen zum Beispiel, also wir arbeiten im Rahmen von DEGOV mit Paragraphen, wenn du so einen Paragraph hast für ein Zitat oder für Bildtext oder zweispaltigen Text oder halt eine Slideshow oder halt eine Galerie oder sowas halt, ne? Die willst du ja überall gegebenenfalls einsetzen können. Ne? Das heißt, die sollten einfach allgemein sein. Das wäre so ein Satz von allgemeinen Features, wo jeweils halt eine Paragraphenkonfiguration drinsteckt. Und dann, wenn du jetzt halt einen Blog baust, dann sagst du, okay, ich möchte gerne nur Text haben oder ich möchte gerne jetzt in einer Standardkonfiguration, wenn ich ein Feature baue für die öffentliche Verwaltung, sagen, ja, nee, bei unseren Blogs, da muss immer Bildergalerie, das gehört dazu, du machst dann eine Dependency da drauf und dann installiert es nicht. Ja. Gut, hier läuft dann fertig durch und ist dann auch gleich zu Ende. Ihr dürft mich übrigens zwischenzeitlich fragen, während ich hier warte, dass der weitermacht. Gut, spule ich ein bisschen. Genau, so sieht es aus, wenn es fertig ist. So, kommen wir zurück zur Präsentation. Okay, ich hoffe mal, der kommt irgendwann wieder online. Also, was ich euch jetzt zeigen wollte, was ich aber überspringe, weil vielleicht kriege ich ja wieder Netz, ne? Das ist, was man hier sieht, diese Seite, ich kriege jetzt nichts, weil sonst ist die weg, ne? Das ist die allererste Demo-Version, die wir mit DEGOV gebaut haben. Ne? Hier ist alles drin, was wir zusammen konfiguriert haben bis November. Und haben dann eine etwas große Installation gemacht und haben jetzt im Zuge der ersten Implementierung gemerkt, mit einer Rieseninstallation, die alles anmacht, ne, ist auch mühselig zu arbeiten. Du machst erst alles wieder aus, machst das aus, das aus, das aus, das aus, das aus, das aus, das aus. Ne? Und so willst du es ja eigentlich nicht haben, sondern du möchtest eigentlich gerne so sinnvoll die Sachen paketiert haben. Ne? Aber der Gesamtfunktionssatz, der in DEGOV zur Verfügung steht, den sieht man auf dieser Webseite. Ne? Also du hast halt hier Slideshow mit Drag and Drop, Fully Responsive, was hier da so Sachen, das ist alles auf Bootstrap aufgebaut, ist zum großen Teil genügt es als Accessibility Guidelines, das sind hier unterschiedliche Sachen verlinkt, also Inhaltstypen für Subministerien, Blogbeiträge und so weiter, und Stellenmarkt, Seiten, also das ist alles dabei, was uns damals in den Sinn gekommen ist, ne? Also Embedding halt von Twitter, Newsletter-Anmeldung und diese ganzen Sachen, die sind alle da, weil die existieren alle als Features. Wir werden nur nicht mehr ausliefern in so einer Rieseninstallation, weil das einfach für Demo-Zwecke schön ist und war unser erster Gedanke, du machst da so ein großes Ding an, hast dann alles. Jetzt sind wir auch gekommen, dass das eigentlich nicht das Richtige ist. So, hier ist exakt dasselbe Lokal. Das ist jetzt das Ergebnis des Installers. Ich habe das gerade heute Morgen nochmal durchlaufen lassen. Ein bisschen kleiner, so. Auch ein bisschen kleiner, so. Und habe das mit Demo-Content gefüllt. Was wir eigentlich auch möchten, ist, wenn du eine Drupal-Seite ausgeliefert bekommst, ne, also hast du irgendwie bei uns, ich habe so ein Aha-Erlebnis, als ich zum ersten Mal
Drupal Commerce eingesetzt haben, war das wahnsinnig hilfreich, das Kickstart zu installieren, weil dann hast du gesehen, wie man das benutzt. Ja, bist du da erstmal durchgestiegen, bis wie so Commerce eigentlich funktioniert. Und so geht es eigentlich jedem, der halt mit etwas, was wer anderer gebaut hat, arbeitet. Ne? Wenn du da halt irgendwie nackischen Content-Types und ein paar Graphen und halt Felder und halt Views und alles Mögliche hast, du weißt doch eigentlich nicht, wie hängt das richtig zusammen. Das heißt, du brauchst eigentlich, wenn du etwas auswählst, brauchst du Demo-Inhalte. Das ist ein offener Punkt in der EGOV. Wir wollen unbedingt zu unseren ganzen Installationen Demo-Inhalte haben. Und da gibt es auch Module dafür, die automatisch Demo-Inhalte auslesen, Bilder, Texte und so weiter, in die richtigen Sachen reinmachen. Aber es ist einfach ein Haufen Arbeit. Da hätten wir sehr gerne Hilfe. Hier ist jetzt zum Beispiel der ganz normale Blogpost. Ne? Also man sieht hier, es ist also ein Inhaltstypen mit einem Blogpost. Und hier an der Seitenleiste liegt eine View drin mit dem neuesten Blogpost. Die View ist parametrisierbar nach Taxonomiebegriffen. Ne? So willst du es ja eigentlich haben in einem Blog, dass du halt sagst, ich habe da meine Themen, ne? Also was ist nicht Wirtschaft, Feuilleton und sonst irgendwas. Ne? Und dann hast du noch die Art des Blogposts. Ist das jetzt ein Firmenporträt oder ist das ein Interview oder ist das halt ein Bericht oder was auch immer das ist. Ne? Und diese View ist parametrisierbar, die kann über Blöcke hier gedockt werden, in der Sidebar unten. Ne? So hat sich ja auch über so ein Blogsystem, unten sind halt die neuesten Beiträge oder verwandte Themen oder sowas in der Art. Ne? Oder für eine Blog-Startseite würde ich sagen, hast du die Feature-Artikel oben, dann hier die drei neuesten aus Wirtschaft, die drei neuesten aus Feuilleton, die drei neuesten aus sonst irgendwas und dann an der Seite halt die Liste der Autoren. Ne? Also Sachen, die der Drupal Zeitbilder weiß, sind leicht zu machen. Ne? Ein bisschen Doom-Headbanging aufs Keyboard ist immer dabei, aber halt im Kern weiß man, wie es geht. Ne? Und es ist trotzdem jedes Mal wieder halt 5 Tage Arbeit oder so, bis du es richtig zum Funktionieren gebracht hast. Und das soll hier einfach direkt rauskommen. Ne? Dann kannst du hier anfangen loszuhauen. Schauen wir mal da rein. Sieht man auch gleich, wo hier zwar noch Arbeit ist. Ne? Hier, man sieht da unten, ist jetzt hier das Teaser-Bild. Im Lightning drin ist ein Media-Modul installiert, ne? Das war eben halt eine Ansicht davon. Hier ist es auch nochmal das Teaser-Bild. Das ist natürlich so, nur diesen Bild da anzuzeigen, ist nicht schön, ne? So soll es nicht sein. Das heißt, da ist die Konfiguration halt von genau diesen Paragraphen nicht fertig, ne? Beziehungsweise ist ja eigentlich noch ein ganz fertig an der Stelle, da auch die Editing-Experience dann schön zu haben. Ansonsten, was man jetzt hier sieht, das ist halt Lightning mit den ganz normalen Features, die es halt hat. Bis auf halt Felder, die wir hinzugefügt haben. Also wir haben einen Blogbereich. Ne? Blogs halten sich immer gleich. Ne? Die haben Titel, die haben Untertitel, die haben Datum, die haben Bild. Dann sind sie Bereiche zugeordnet und haben noch Tags. Die haben dann Inhalt. Hier kommt die Moderationsfunktion von Lightning. Ne? Dann haben wir zum Aussteuern, dass du Titel und Untertitel in dieser Ansicht ändern kannst. Ja. Und das hier noch Legacy-Feature, wir haben eine Farbkodierung im Zuge der ersten Version gemacht, dass also alle Inhalte farblich kodiert werden können, quasi, dass sich das Ministerium für Ökologie ist mal grün. Ja. So. Ja, das ist aber eigentlich, wissen wir jetzt nicht, das wäre möglich, dass das jetzt nicht drin bleibt zwangsläufig, weil das nicht unbedingt so ist, dass jeder halt ein Color-Coding auf einer Website haben möchte. Und dann kannst du hier das noch verschlagworten. Das sind so genau die Features, die ein Blog hat. Ne? Dadurch, dass wir auch gerade ein Blogportal da bauen, haben wir das also auch evaluiert und alles angeschaut, was da halt Konkurrenz und halt ähnlich ist. Und das ist, genau so ist es halt. Ne? Üblicherweise. Okay, schauen wir mal an, hier, was das DEGOV mitbringt. So, ich bin jetzt ganz normal hier bei der Modulverwaltung. So, hier kommen die ganzen DEGOV-Sachen. Ja? Und einfach nur um zu illustrieren, da steckt halt einfach ein Haufen Arbeit drin. Ja? Das ist jetzt nichts davon ist irgendwie meiner Ansicht nach eine Rocket Science oder so, dass man sagt, wow, wie ist denn das gemacht? Sondern es ist einfach mit den richtigen Mitteln in Drupal gemacht, auf eine effiziente Art und Weise, dass du einfach die Funktionen nicht nochmal und nochmal und nochmal bauen musst. Ja, soll ich probieren, wie ich ein bisschen Internet habe? Ach komm, ey. Das
So, bitte. Ich hatte mich gecancelt, weil YouTuber hat. Ja. Ich mache das nur echt kurz. Ne, also hier, jetzt könnte man da rumklicken. Ne, also hier ist einfach alles Mögliche drin, halt, ne, was schon an Features da ist. Und das Umorganisieren, das ist eigentlich nicht mal ein richtiges Refactoring, aber das Umorganisieren halt von dem DGOF ist im Moment die Funktionen, die hier implementiert sind, so zusammenzufassen, dass es sinnvoll installierbare Einheiten ergibt. Okay. Ich hatte bald schon gesagt, sag es mal ganz normal, was eigentlich hier das, der Kern von der ganzen Sache ist. Also auch wenn ihr es benutzen wollt oder gerne mitmachen wollt, sind eigentlich diese zwei Dinge, woran halt womit gearbeitet wird. Zum einen hat das sinnvolle Erstellen in Absprache mit denen, die da auch mitarbeiten, von Funktionen und das Exportieren dieser Funktionen im Rahmen von Features, mit den richtigen Naming Conventions von Feldern, die man stellt und so weiter, damit das halt hinterher sauber rauskommt, dass du dann das hinterher themes, also auch vernünftig arbeiten kannst. Ne? Also mit Templates zum Beispiel, dass du halt richtig auswählen kannst, dass du immer gleich Feldnamen hast zum Beispiel. Und das zweite ist halt eben, ist das Theme selber. Das basiert auf Bootstrap. Das ist historisch, weil wir einfach mit Bootstrap gearbeitet haben, alle, die jemanden mitgemacht haben. Und das ein sehr starkes, sehr robustes Framework ist und das haben wir dafür ausgewählt. Und da stecken wir auch die Funktionen, die für DEGOF sind, in das DEGOF-Theme rein und wollen mit dem Substreaming-Mechanismus dort arbeiten. Okay, schauen wir uns an, wie es aufgebaut ist. Das hier ist jetzt, wenn du aktuell auf den Repository drauf gehst, kannst du dir das anschauen. Ich gehe da nochmal hin. Weg. So, da sind wir. Das heißt, das, was wir angeschaut haben, ist der aktuelle Branch. Und das ist das, was bei uns eigentlich drin steckt. Ja? Die Magic ist hier. Ja, weil in Composer.json steht drin, woher kommen die ganzen Sourcen. Ja, also da steht drin, woher kommen die Drupal-Sourcen, das sieht man hier alles. Ne? Also hier sind die ganzen Drupal-Sourcen sichtbar. Und dann kommen eben die zusätzlichen Repositories, das sind eben unsere, ja? Die wir aufgeteilt haben in wir haben die aufgeteilt in DEGOF selber. DEGOF ist also quasi die Hülle. Das ist beim Lightning auch so. Es gibt dieses Lightning-Projekt und es gibt Lightning selber. Ne? Lightning-Projekt ist dafür da, um ein Projekt basierend auf Lightning aufzusetzen, ne? Der sich dann das Lightning zieht. Und nicht das Lightning zu holen, weil ansonsten würdest du ja das Lightning, also hättest du die ganzen projektspezifischen Sachen, die du aufs Lightning drumherum brauchst, nicht. Ne? Und nochmal aufgeteilt, also was haben wir an Features, was haben wir an Module, was haben wir an Themes. Ja, in die Features reingucken. Hier sind diese ganzen Features alle drin. Das ist das, was man hier gesehen hat. Ja, das heißt, du kannst also auch, selbst wenn du in der Installation mal hinterher sagen, ich habe mal das Block ausgewählt, aber ich will halt noch irgendwas anderes dazu machen, oder ich mache halt irgendwie eine Verwaltungsseite und ich möchte einen Block dabei haben, dann kann ich den Block einfach anmachen und dann holt er sich über das Dependency Management alle Funktionen rein, die er braucht. Es gibt natürlich auch ein paar Module, hatte schon erwähnt, halt das Modul, um Demo-Inhalte zu importieren. Das muss im Rahmen dessen, dass wir es aufteilen, halt umgebaut werden oder erweitert werden, dass man also Demo-Inhalte nur installiert, die man installieren will. Ja? Dann gibt es ein paar kleinere Sachen, also so ein Welcome-Modul, was am Ende läuft, was so ein Theme aktiv setzen und solche Sachen, halt da solche Funktionen sind dann noch drin. Ja, dann eben das DEGOF Repository selber. Da ist dann gar nicht mehr so viel, also da ist die Composer.json. Ne? Und da liegen einfach nur noch eine YAML-Datei. Das ist jetzt, sind wir eigentlich da angekommen, wie eigentlich Distributionen funktionieren, Installationsprofile funktionieren. Die bestehen im Wesentlichen aus einer Info-Datei, aus einer Install-Datei und einer Profile-Datei. Schauen wir mal rein. Infodatei, steht eigentlich nur drin, wie das Profil eigentlich heißt.
und welche Dependencies es noch hat, die Lightning nicht hat. Ne? Also wir arbeiten da zum Beispiel mit, gerne und viel mit Paragraphs, da steht's. Ne? Und wir nehmen auch ein paar Module, die jetzt man vielleicht, oder die halt einfach zu bedienen sind, um schnell Funktionalitäten zu realisieren und gut funktionieren, die haben wir zum Beispiel auch da drin. Ne? Also nicht jede Maps-Applikation, ich weiß nicht, wer von da jetzt in dem Vortrag über Search API war, nicht jede Maps-Funktion, ne, lässt sich mit allem kombinieren, so wie du es willst, aber um halt eine Seite zu bauen, da schnell ins Laufen zu kommen und halt zum Beispiel etwas mit Kartenfunktionen zu machen, dann haben wir die entsprechenden getesteten Module drin. Okay, dann hast du eine Profile-Datei. Ja, und hier, das ist jetzt ganz normales Konfiguration, wie du Installationsprofile konfigurierst. Ne, indem du also hier verschiedene Installationstasks zufügst. Ne, das, wenn ihr euch erinnert, ein Installer wurde gezeigt, also Diego-Module installieren, Diego-Themes installieren, das ist ja rübergerattert, aber wir haben nur eins im Moment. Ne, und einen finalen Schritt. Ne, und dann entsprechend für diese Schritte halt die Konfigurationen, die einzuspielen sind und die entsprechende Ausführung der Installation. Also das ist dann wirklich wieder Standard, wie man einfach Installationsprofile baut. Die Install-Datei, steht gar nichts mehr drin, da wird nur noch das Theme, was wir haben wollen, nativ gesetzt. So, da stehen wir gerade. Ne? Also, wie es immer so ist, bauen wir die Distribution anhand dessen weiter, wofür wir sie einsetzen. Und immer wenn wir sie einsetzen, trennen wir zwischen allgemeinen und spezifischen Informationen und welche da reinkommen und die spezifisch für die Kunden sind. Ja? Und das spielen wir da, darin zurück. Und anhand dessen werden diese Installationspakete, die, wo es jetzt Block gibt, die anderen gibt es zwar auch, aber wir sind nicht paketiert, ne? Also du kannst sie anschalten, aber wir haben es noch nicht zu Package zusammengefasst. Das würden wir im Rahmen von Projekten, die kommen, machen. Ja? Also passt, dann mache ich das gleich. Und da, wenn ihr damit arbeitet, ne, arbeiten wollt, würden wir uns darüber freuen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr Anwendungsfälle habt, die einfach sinnvoll sind und die sich halt kopieren lassen, wenn ihr die zurückgeben würdet, ne, dass wir die hier einfach mit aufnehmen können, um einfach für die Nächsten, da kommt, eine bessere Möglichkeit der sinnvollen Auswahl und Selektion zu bieten. Das Zweite ist, was damit einhergeht, und das ist einfach viel Arbeit. Das ist, wenn du schon so ein Package machst, brauchst du halt Demo-Content dafür. Das heißt, wenn jetzt einer von euch drauf kommt, ich mache da was mit und das würde nie passen, dann muss man auch dafür sorgen, dass halt Demo-Content da reinkommt. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die halt sehr groß ist, wenn ich jetzt mal ausrechnen würde, halt in den Manntagen. Und ja, im DEGOV-Theme selber ist sehr gut geworden, sehr robust. Muss aber auch gerefactored werden, dadurch, dass wir nicht mehr alles installieren, musst du also auch schauen, dass du halt bei der Installation des Themes halt die ganzen SCSS-Dateien zum Beispiel auch richtig paketierst, dass sie halt die verwendet werden, die du verwenden möchtest, dass du den richtigen Ansatz für Subtheming wählst. Da sind wir gerade in der Konzeptionsphase, freuen uns auch über Hilfe. Und ja, und Web Accessibility entwickelt sich auch immer weiter, da ist einfach noch nicht fertig, wir gehen einfach noch sehr viel. Das wäre auch, ich habe das hier aufgeführt, weil das ist etwas, also wer schon mal Accessibility-Standards implementiert hat, der weiß, die sind groß, ne, und der weiß das viel. Und dann musst du dich erstmal einlesen und musst richtig gut verstehen, was drin ist, bevor du brauchst, was du tun sollst. Und du siehst es noch nicht mal. Das heißt, wenn das irgendwie rauskommen könnte, ohne dass man viel macht, wäre es eine Mordserleichterung für alle. Ja, und dann ist auch auf der Roadmap, ist, also wir müssen so Demo machen wie Subtheming, so wie es im alten Zen halt früher war. Dann hier Demo, copy to here und dann mach Dings. Und dann hast du ein Demo-Theme und kannst dann losarbeiten, kannst deinen Delta halt reinmachen. Sowas. Ja, das war's. Und hier ist der Link zur Präsentation und ja, Fragen bitte. Und wir freuen uns über Mitarbeit. Ich greife mal deine Frage von vorne auf.
ne, wenn du jetzt halt sagst, ihr setzt Lightning ein, ne, und ihr setzt Lightning hier und da und da und da. Ja, und bei mehreren Projekten könntet ihr euch überlegen, jetzt nicht die EGOV zu nehmen, aber generell halt mit Lightning zu arbeiten und eure eigene Distribution zu machen, die einfach abzuleiten von Lightning, dort was reinpacken, was bei euch spezifisch ist. Ne? Und das kannst du einfach über Features exportieren und fügst den Installationsprozess das dazu. Und nächstes Mal, wenn du dieselbe Seite nochmal baust oder eine ähnliche, und da hast du irgendwie sinnvolle Checkboxen gemacht, was soll da rein, was soll da nicht mehr, kannst du draufdrücken, es kommt einfach raus. Ne, nichts Datenbank kopieren und dann halt machen und wegbauen oder so, oder halt irgendwie zwei Webseiten schauen, die Konfiguration abschreiben oder irgendwie, wie man es halt so macht, ne, den holen, der das letzte programmiert hat, damit er dir erklärt, wie es gemacht war und so. Das könnte man sich damit halt wirklich sehr schön sparen, indem man so einen Sub-Distributionsmechanismus wie den von Lightning hat. Ja? Als du gerade die Features installiert hast, Installationsprozess, wie interaktiv kann man das für den Nutzer gestalten? Also wenn ich jetzt ein Feature baue und sage, da muss irgendwie noch eine Absenderadresse mitteilen, kann ich das dann auch schon bei der Installation den Nutzer einbauen? Also ich würde es so machen, du musst eigentlich durch die Feature-Liste durchgehen. Wir haben auch, soll man alles da drauf machen. Dann hast du wenigstens davon. Dann kannst du mal leer installieren, dann gehst du auf Extend und klickst es zusammen und so, und dann fängst du an zu lesen, was tut denn das jetzt eigentlich? Und dann Dependencies schauen, wenn ich das anklicke, was kriege ich dann noch? Also ich glaube, man muss sich einfach gut überlegen, was das soll. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte gerne ein Feature haben mit, was hast du gesagt, Absenderadresse, ja, nein. Zum Beispiel für den Blog oder den man danach installieren kann. Man konnte die drei Sachen, die er gemacht hat, installieren. Ja. Und wie gesagt, wenn ich da noch irgendwas eingeben möchte. Also man könnte auch unterschiedliche Features machen. Ja. Ne, sagen halt, also Feature, die haben ganz normale Dependency. Also du kannst halt sagen, deine Basiskonfiguration macht das und dann gibt es diese, für dieses Feature diese Erweiterung, die du anmachen kannst. Wenn du sie gleich anmachst, nimmt er also dependent Feature halt mit. Könnte man schon machen. Ich glaube, für den Installer selber ist das, ich glaube, der Installer ist hauptsächlich für Benutzer da, die damit arbeiten wollen. Ne? Also jemand, der jetzt das möchte, der jetzt nicht der Hersteller ist oder halt da den ganzen Tag mit sowas zu tun hat, sondern der sagt, ich möchte das jetzt gerne machen, da sollte man darauf achten, halt bei so einem Installer, dass der möglichst intuitiv ist, dass der möglichst so prepackaged, dass es halt jeder gut verstehen kann. Ich meine, ich gebe ja irgendwann die Dateninformation ein, und wenn ich eine Information habe, die halt wirklich nur einmal angegeben werden soll, das ist ja vielleicht nur. Ja, auf jeden Fall. Aber muss man nur überlegen, wie man es halt macht. Also ich glaube, da ist die Schnittmenge zwischen was machst du im Installer und was machst du hinterher beim Extend halt selber. Ja, und ich glaube, da schließe ich einfach nur von der Erfahrung halt von Drupal Commerce von vor vielen Jahren halt, wenn da was rauskommt, was gut funktioniert und intuitiv ist, nicht zu aufgebläht, nicht zu klein, ne, dann hast du den schnellsten Zugang dafür. Und dann fängst du von alleine an und machst, ja, das mache ich jetzt aus, das will ich ja gar nicht und das mache ich an, das ist eigentlich cool, das hätte ich auch gerne. Wie verwaltet ihr jetzt damit so kundenspezifische Sachen oder so? Weil das ist ja jetzt eine sehr allgemeine Installation, sagt man. Also du hast ja gesagt, ihr trennt das dann auch, diese spezifischen Sachen immer davon ab. Ja. Würde das dann auch in so einem Installationsprofil auftauchen? Nee, also das würde jetzt, das würde ganz normal in ein Git-Repository reingehen. Okay. Ja, weil alle Dinge hier, das ist ja da am Anfang die Composer JSON gezeigt, die referenziert die ganzen Sachen, die reingeholt werden. Das ist exakt gleich, wie wenn du einen Composer JSON hinschreibst, ich will Drupal Webform haben, dann hast du Drupal Webform drin, wenn es da ein Update gibt, kannst du es installieren oder nicht. Ne? Und trotzdem committest du über deinen Code, minus wahrscheinlich den Drupal Webform Source Code, weil das managt ja der Composer, ne? Steckst du dein, was spezifisch ist, dein Custom Modules, steckst du in dein eigenes Repository. Ne? Also wenn man jetzt wirklich Custom Modules und Custom Themes halt denkt, ne? In der Gitignore, die da mitkommt, sind natürlich die sind halt welche Module ausgenommen, also Contrib ist halt ausgenommen zum Beispiel bei den Modules, aber Custom nicht. Das heißt also, wenn du da jetzt an dein Repository verlinkst, ne, das ursprüngliche .egov, das ist vielleicht eigentlich, fällt mir die Frage gerade gut, das hier, das .egov selber, das ist nur quasi, das ist .egov-Projekt, das ist exakt wie Lightning-Projekt. Ne, im Lightning-Projekt steht nur die Dependency zu Lightning drin, danach das Git, das kannst du wegwerfen und dann committest du in dein eigenes Git-Repository rein. So ist das mit dem hier auch, den brauchst du danach nicht mehr, weil da steht nur drin die Dependencies, die im Rahmen als DEGOV-Projektes vorhanden sind in Bezug auf die DEGOV-Features, die DEGOV-Module und das DEGOV-Theme. Mhm. Das heißt, ab dem Moment, wo du es hast, installiert hast, benutzt du dein eigenes Repository und da kommen die Änderungen rein. Wäre natürlich, was jetzt aber auch genauso wie bei anderen Drupal-Sachen auch ist, du sollst halt nicht das
Dig of Core Theme hacken, ne? Wenn du es jetzt halt verwenden wolltest, ne? Sondern halt dein eigenes Subtheme machen. Ja. Ja? Okay, dann vielen Dank.